Moin liebe Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute werden sich Olle Grabolek und ich uns den wichtigsten Diskussionen auf YouTube Deutschland widmen. Olle, bist du bereit? Ich bin bereit für die einzig wahre Frage, nämlich sind wir ein Bibinator? Wer ist der bessere Bibinator? Es ist ja momentan auf YouTube immer, wird ja über, unter jedes x-beliebige Video geschrieben. Deabonniert Bibi, abonniert Gronkh. Ja, Gronkh kennen wir natürlich, ne? Sind gute Kaffeeklatschfreunde. Aber Bibi, wer ist diese sagenhafte Gestalt eigentlich? Was ist das für ein Slive? Und wir sind ja quasi sehr, sehr gebildete Leute, ne? Und dementsprechend haben wir auch einen Bildungsauftrag. Also und investigative Journalisten sind wir auch. Genau, wir sind alles, was RTL nicht kann. Dementsprechend werden wir heute ein absolut verlässliches Quiz starten. Nämlich, bist du ein Bibinator? Gut, Oleg und ich, wir treten gegeneinander an in der Challenge. Und wir haben da so eine kleine Bestrafung, ne? Wer von uns beiden verkackt, wer schlechter abschneidet, ja, der muss erstmal unter eins von Bibis Videos einen richtig süßen, netten Kommentar schreiben. Und einen Tweet raushauen. Und auch noch einen Love-Tweet raushauen. Ja. So, wann hat Bibi Geburtstag? Also, wir wechseln uns am besten mal ab. Was meinst denn du? Fängst du an? Ja, ich berate dich doch jetzt nicht noch in deiner Frage. Ja, du machst das Quiz ja auch. Also ich glaube, Bibi hat am 6. Also, pass auf, das ist ein Februarkind für mich, weil rechne mal zurück. Ja, ja. 9 Monate voraus, welches Datum war da? Das ist im Juni. Nee, Mai. Jeden Fall war so ein Frühsommerkind. Ja, das sind so frisch verliebte Eltern gewesen, die haben sich gesagt, jetzt Tiki-Zack haben, aber ganz schnell, ne? Ja, jetzt haust du mal rein. Jetzt haust du jetzt immer bei den Lörres reinhalten und dann ist die Bibi da rausgekommen. Deswegen ist sie auch so lebensfroh, weil die so ein Frühsommerkind ist. Also ich bin ganz klar für den 17.09. Ja, warum? Weil ich auch an Neujahr hat's geknallt bei dir, ne? Ja, natürlich. Ja, easy. Und so ist es da auch. Weihnachten, Neujahr, die kalte Jahreszeit, man kuschelt sie aneinander, man ist sich näher. Das ist nett. Kann man machen. So, pass auf. Wie heißt ihre Beauty-Marke? Also, ich muss sagen, ich bin ja ganz großer Bilou-Fan. Wir brauchen auch gar nicht drüber irgendwie zu schnacken. Gibt es Bilou eigentlich bei Amazon? Ich muss mir dann noch so ein Abo einrichten. Ja, so, dass so jede 2 Wochen 3 Flaschen ankommen. 2 zum Eincremen, 1 zum freien Verzehr für die Gäste. So, es gibt ja mittlerweile diese Videos, wo die Leute sich das irgendwo, was weiß ich, wohin schieben oder ja, auch rein. Der kocht doch immer damit. Warum macht man sowas, Alter? Der isst das doch schlecht. Der hat doch Kuchen damit gemacht und alles. Okay, also Oleg und ich, Beauty Palace, kommt die nächste Woche so ein Video. Auf jeden Fall. Was ist ihre Lieblingssüßigkeit? Boah, das ist echt schwer. Jetzt bist du als erstes dran. Ich weiß es nämlich auch schon. Du als erstes, weil ich hab's gerade als erstes gesagt. Bitch, hau raus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Donuts sind. Ich habe auch schon die 3 in die Kamera gehalten. Ich sag auch Donuts, weil die hat da diesen Bilou-Schaum-Donut. Hab ich gehört. Hast du gehört? Für Wissenschaft, für Science. Ich frag für einen Freund. Ja, die Kondome an der DM-Kasse, die ich zum Bilou dazu kaufe, sind auch für einen Freund. Wie heißt ihr Freund? Das weiß ich. Weiß ich auch. Ich bin ja YouTube-Lifestyle-Manager von ganz, ganz großen Menschen. Und Julienko, ne? Oder stopp, ja. War das Eugen? Ne, Eugen war Dagi, ne? Blondie 1 und Blondie 2. Julian war das, glaube ich. Und der heißt ja auch Julienko. Das ist mein absoluter Lieblings-YouTuber auf ganz YouTube. Ja, auch nach dir natürlich. Ja, natürlich, nach mir. Jetzt ist das Ganze. Wie heißt Bibi in echt? Boah, das ist aber gar nicht so einfach, glaube ich. Also ich habe eine Vermutung. Ich weiß es. Ich lock das hier schon mal ein, weil ich das weiß und du nicht. Ich hab's ja aber eingeloggt. Wir dürfen uns das ja auch eigentlich gar nicht sagen, weil es geht ja darum. Nee, du sagst das. Die Leute, wir sehen das ja hier bei mir. Du sagst das jetzt einfach mal. Ich habe die 3 genommen. Ich habe auch die 3 genommen. Dann ist die, verdammt. Also die Bianca Heinicke, ich glaube, das ist richtig. Also Bibi Blocksberg safe nicht. Nee, wir waren ja, was viele nicht wissen, Bibi und ich, wir waren ja in einer Schulklasse, wir waren ja so, ne? War eine richtige Girly-Gang. Und ich habe immer gesagt, Bibi. Und die Mutter kam halt immer und hat die mit Bianca abgeholt. Oder Birgit. Birgit, komm rum. Wie heißt Bibi auf Musical.ly? Das weiß ich nicht. Boah, da habe ich auch keine Ahnung. Da muss ich nicht. Boah. Wir müssen das jetzt mal per Ausschlussverfahren machen. Also ich denke nicht, dass sie Bibi Nato heißen wird, weil das sind ja ihre Fans. Genau, ja ihre Fans. Ich glaube auch, also ich sag jetzt einfach mal ganz gerade raus,
Ich sag auch nicht, sie heißt Julianka. Das ist bestimmt irgendein Fan-Account. Der würde Julianka heißen. Aber ich glaube, sie ja, das stimmt schon. Aber ich habe trotzdem Julianka genommen. Okay. Weil Musical.ly's machst du ja meistens nicht alleine. Ach, fuck, das stimmt. Ich habe die Plattform noch nie benutzt. Aber sie wird ja als die große Rettung der Musikindustrie gehandelt. Ja, das ist ganz, ganz groß. Die Bibi, ja, toll. Pass auf, wer noch eine gute, große Freundin der Musikindustrie ist, ist wahrscheinlich ihre Freundin. Ich hätte jetzt Dagi gesagt, aber ich weiß, Dagi und Bibi, die haben Beef auf YouTube. Und ich bin voll auf Bibis Seite. Dagi, fuck off. Jetzt sag doch nicht sowas. Wer ist denn dann ihre Freundin? Ich habe nämlich Dagi genommen. Dann nehme ich Maren. Ich habe keine Ahnung. Oder Laura. Maren heißt heute kein Schwein mehr, ne? Was? Maren war so Modename, so weiß ich nicht. 1945. Aber komm. Okay, du hast Dagi gesagt. Ich sag, die haben Beef. Dagi. Die 8. Wie viele Bilus gibt es? Boah, 2016. Das ist eine schwere Frage. Shit. Ich glaube, ich weiß es. Ich klicke es auch direkt an. Ich hab 4 angekreuzt. Warum hast du das angekreuzt? Ich glaube, die sind mit 2 gestartet und ich meine, so im Herbst sind nochmal 2 neue gekommen. Oh, fuck, ey. Ist die nur mit 2 gestartet? Ich dachte, die wäre mit 4 gestartet. Warum wissen wir beide, dass 2 neue Sorten gekommen sind? Ich bin mir nicht so sicher. Es gibt aber 2 neue. Ja, es gibt 2 neue. Das habe ich auch gehört. Vom Freund, habe ich das gehört. From a friend. Oh, jetzt pass auf! Was kommt jetzt für eine Frage? Hat sie Streit mit Dagi? Du sagst, wenn sie ihre Freundin ist, kannst du ja wohl Nein nur ankreuzen. Ich sage, ja, mach ich auch. Auf jeden Fall. Stopp. Ja, auf jeden Fall. Ich sag auf jeden Fall. Pass auf, wenn die beide wirklich Streit hätten, wäre das ein viel größeres Thema in den sozialen Medien. Nein, wir waren früher Freundinnen, das waren so BFFs forever und... Ja, aber die haben einfach aus den Augen verloren, aber die haben keinen Streit. Ach, du bist doch der größte Drecksau, den es überhaupt hier gibt. Du bist der Dreckschwein. Was ist ihr Lieblingstier? Das ist nämlich die nächste Frage. Ich habe da eine Vermutung, aus dem einfachsten Grund. Die alte... War das Dagi oder Bibi? Die sehen so gleich aus und ich verwechsel immer, ne? Ja, ich bin auch gerade... Warte, lass mich vorklicken. Ah, Roasted. Ja, ich hab mir was überlegt. Ich bin mir nicht sicher, ich also, hab mir was überlegt. Ja, also Elefant ist sie nicht, weil die hat Angst vor Elefantenbeinen, deswegen wird er kein Elefant sein. Ich glaube, es ist ein Hund, denn einer von den Blondchen hat sich auf jeden Fall so einen Köter geholt. Das ist aber Dagi. Das ist Dagi. Kacke, ich hab den Hund jetzt eingeloggt. Zusammen mit Eugen, da war doch das große Ding, wir werden Eltern. Also so, wow. Ah, Dagi stimmt, wo die, den Titel später geändert hat, ne? Genau. Deswegen ist Dagi eine F*** und Bibi ist cool. Okay, Auswertung. Bist du bereit? Wir klicken gleichzeitig. 1, 2, ich hab schon geklickt, erster. Okay. Wow, du kennst Bibi gut. Du bist ein kleiner Bibinator. Du hast 6 von 10. 6 von 10 ich auf. 6 von 10. Was? Wir haben auf jeden Fall. Leider weiß man nicht, wer was irgendwie richtig beantwortet hat. Aber liebe Freunde, das ist jetzt eure quasi Aufgabe. Was haben wir falsch beantwortet und was haben wir richtig beantwortet? Also, was habt ihr gehört von einem Freund, was richtig und was falsch ist? Ja, selbstverständlich. Natürlich. Was habt ihr mal so mitbekommen? Ja, so am Rande von der kleinen Freundin, Schwester, Mutter, was weiß ich. So, in diesem Sinne, ja, an alle Bilu-Liebhaber, wir haben jetzt 6 von 6, wer macht, also pass auf, wer schreibt den Kommentar und wer macht den Tweet? Ich schreibe den Tweet. Okay, dann mache ich den schönen Kommentar, das werden wir jetzt hier direkt mal machen, liebe Freunde. youtube.de Bibis YouTube Palace. Neuestes Video. Was haben wir denn hier für ein schönes Video? Okay. Schwanger. Ich mache einen Schwangerschaftstest. Oh Gott, ich könnte direkt kotzen, ne? Etwas Schönes. Etwas Romantisches. Etwas, was vom Herzen kommt. Hallo Bibi. Ich schaue nun deine Videos einige Zeit. Längere Zeit. Wollte dir nur sagen, dass dein... Und dann machst du richtig lang draus. dass dein Content... Ja, 140 Zeichen auf Twitter würden mir nicht reichen. Dass dein Content wirklich einzigartig... Na, ich wollte jetzt schon abartig aus Reflex schreiben, ne? einzig abartig ist gut. Yes. HDGDL. Dein Bernd. Unter meinem Synonym mit meinem eigenen YouTube-Kanal. So, kopiert... Kommentiert, reingepostet. Was soll man dazu sagen? Gebe ich dem Julienko hier unter seinem Kommentar nochmal einen Daumen nach oben und, dem, und natürlich auch hier dem Video an sich. Ja, mal schauen. Mein Tweet. Dein Tweet. Bitte. Mitteilungen sind am Start. Bibis Beauty ist mit Abstand das Beste, was YouTube Deutschland passieren konnte. Super bei YouTube. Like,
Retweet, Bitches. So, liebe Freunde, das war's von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Wie gesagt, was wir falsch und richtig hatten, schreibt es mal unten in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall bei Oleg vorbei, denn da haben wir ein Video in dieser Art und Weise gemacht, wo es um einen anderen absolut, ja, fantastischen YouTuber geht. Großartig. Meilenstein der deutschen YouTube-Szene. Anders könnte ich es nicht beschreiben. Schaut vorbei, sein Link unten in der Videobeschreibung. Ne? Daumen da lassen, abonnieren und ja, wir sehen uns morgen mit einem neuen Video. Haut rein und ciao.